Ich meine, für euch ein gewohntes Gefühl, weil die Hallen der ganzen Welt brennen. Immer wieder schön, immer wieder traumhaft. Man nimmt's, wie es kommt, ja? Ja. Ihr seht so wahnsinnig relaxed aus. Wie kann das sein bei zwei Typen, die so sehr im Stress sein müssen wie ihr? Also so großer Stress ist das eigentlich nicht. Ich meine, Stress ist immer, wenn man keinen Erfolg hat, finde ich eher. Ja. Und ich meine, bei uns läuft es wirklich ganz toll. Und wir sind rundherum zufrieden. Und ich meine, uns macht die Arbeit unheimlich viel Spaß. Mhm. Und es gibt ja nichts Schöneres, als vor ausverkauften Sälen zu spielen. Alle Leute sind begeistert, wohin wir auch kommen und so. Das aber ist toll. Ist das nicht irgendwann anstrengend, dass man sagt, also so... Also wenn man hier in Deutschland zum Beispiel bekannt ist, dann kann man nach Holland gehen und da ist dann ein bisschen ruhiger. Aber ihr seid nur in der ganzen Welt, da kannst du ja nicht mehr vor die Tür gehen. Also ich habe da kein Problem, du? Also man muss das immer sehr relaxed sehen. Ich meine, wenn Leute zu mir kommen wollen, Autogramm haben oder sowas, dann, wenn sie nett sind und höflich sind, gebe ich unheimlich gerne Autogramme. Mhm. Und das ist alles für mich überhaupt kein Problem. Mhm. Und wenn ich halt nicht so gut drauf bin, dann bleibe ich zu Hause und gehe halt eben mal nicht raus. Mhm. Aber so schlimm ist das nicht. Ihr habt gerade einen Kometen bekommen, einen wahnsinnig wichtigen Preis für eure erfolgreiche Arbeit. Viel wichtiger aber noch, ihr habt einen ganz speziellen Menschen da kennengelernt. Ja. Wir sind in den letzten 10 Jahren sehr oft in der Sowjetunion gewesen. Und wir sind zum Kometen gegangen und kriegten gleich gesteckt, also Michael Gorbatschow und seine Frau, die wollten uns unbedingt kennenlernen. Doubles oder die echten? Nee, die echten. Und das war natürlich ganz schön, weil die kamen da und haben sich total bedankt. Und Reise hat mir immer den Arm gestreichelt. Ja. Reise? Ja. Das geht nicht. Reise hat euch über den Arm. Schlecht. Ich konnte die wirklich gar nicht wegziehen, weil sie war immer so. Und Michael hat mir erzählt, also dass er uns auch wieder eingeladen hat, gleich in Kreml. Da waren wir erst vor. Weil du so sagst, Michael und so. Ja, das ist unheimlich locker. Also ja. Das ist nicht, der lässt da nicht den großen Staatsmann raushängen. Und ich meine, wir sind wirklich jetzt seit 10 Jahren in seinem Land. Und ich war ja auch dieser Held der russischen Jugend, wunderbar. Ja. Nee, ist und wir so. Waren vor 5 du stehst Wochen. In den Schulbüchern drin da in das Russland. Das war ja. Und wir waren vor 5 Wochen im Kreml, war total ausverkauft. Und der Kreml war ausverkauft, sagt ja. Man das so, ja? Und es war ein grandioser Erfolg. Ja, Wahnsinnsgeschichte. Das hat möglicherweise auch damit zu tun, also einerseits habt ihr eure Musik, die geht um die ganze Welt. Die ist jetzt noch modernisiert worden. Dann geht es hier noch mehr um die ganze Welt, aber ihr habt doch diese wahnsinnigen Videos. Dieses Brother Louis, für mich also wirklich... Ah. Wollt ihr mal? Ich meine, ihr kennt es, aber wir gucken es uns zusammen. Ich hab's auch noch nicht so oft du hast es auch noch nicht gesehen, na also, man Brother kommt, Louis, Louis, Louis. Nicht. So sieht's aus und sie werden es schwer haben, den Rhythmus nicht an sich heranzulassen. Wir lassen mal ein bisschen weiterlaufen. Ist das so, weil da jetzt ein Rapper drin ist, dann geht's irgendwie, dann... Ja, es gibt einfach gewisse Länder, das wusste ich bei Yuma Hachimassoul nicht. Es gibt einige Länder, da geht's wirklich nur mit Rap. Zum Beispiel, was für uns ein ganz wichtiger Markt war zum Beispiel Frankreich, wo wir absolut Nummer 1 jetzt sind. Und die Kids wollen eben wirklich Rap hören. Und deshalb war es eben durch Zufall richtig, was ich bei Yuma Hachimassoul gemacht habe. Deshalb haben wir das natürlich dann in Brother Louis auch gemacht. Er geht jetzt wieder zum Videodreh nach Amerika. Das ist ja alles diese Musik, wie wir sie kennen oder kannten. Und jetzt so ein bisschen halt ein Rapper dabei und... Ja, das muss eben, ja, ich meine, das muss eben so auch für die Diskotheken geeignet sein natürlich. Mhm. Und klar, wenn's, wir haben da kein Problem mit, ne? 23. August, nachmittags um 5, glaube ich, läuft im ZDF eine ganz tolle Geschichte. So ein Special. Genau, am Sonntag um 17 Sonntag. Uhr. Ja, eine Stunde richtig. Modern Talking, die Legende lebt. Ich meine, ich fühle mich zwar noch nicht so alt. Ja. Also Miami und um die ganze Welt und so, das ermüdet doch total. Man muss doch mal relaxen. Was macht ihr in den Hotel? Schlaft ihr in einem Zimmer eigentlich? Nein.
Also, ja, also jetzt ist mal Punkt. Nein, also, Entschuldigung. Wir verstehen uns unglaublich gut, ist erschreckend gut, wirklich. Mhm. Aber wir haben wirklich jeder unser eigenes Zimmer und das ist auch ganz wunderbar. Aber so ermüdend, es kommt euch darauf an, wie die Einstellung, mit welcher Einstellung du reingehst. Mhm. Weil wenn du sagst, es ist ganz furchtbar, dass ich um die Welt muss und keine Zeit habe und sowas, dann ermüdet es mit Sicherheit mehr. Aber ich merke das so im Juli hatte ich mal so eine Zeit, wo ich dachte, ich brauche jetzt einfach mal ein bisschen zum Relaxen, war dann eine Woche so im Urlaub und jetzt freue ich mich wieder auf den Herbst. Jetzt geht's voll ab. Richtig, ja? Spaß daran und bei dir das im Grunde genauso. Ja, ihr wohnt auseinander, das ist ja ungewöhnlich, weil ihr macht gemeinsam einen Job. Du wohnst in der Nähe von Hamburg, kann man sagen, mhm, und du in Koblenz. Mhm. Eine meiner Lieblingsstädte, Koblenz. Das habe ich schon gelesen. Was gibt's denn da zu lachen? Sag mal. Koblenz, was führt einen nach Koblenz? Das kann man ja mal fragen. Ja, das war einfach... Die nächstgrößere Stadt ist Bingerbrück, oder? Das stimmt nicht. Das ist Köln oder... Ja, Köln ist eigentlich die nächste. Richtig. Nur 90 größer. Kilometer, dass Sie es wissen, ja? Ja, aber nein, es hing einfach damit zusammen, dass meine Eltern sich da aus der Gegend kommen, da kennengelernt haben und dann eben... Ich da gezeugt wurde in dieser Gegend und da bin ich hängen geblieben. Aber nicht als Thomas Anders auf die Welt gekommen? Nee. Sondern unter einem anderen Namen. Das stimmt, ja. Warum denn? Ich finde den Originalnamen total gut. Ja, aber das war damals... Wie heiße ich denn richtig? Ich weiß es nicht genau. Ich dachte, nein, war das nicht so toll. Nein, ich bin nur dieses mit diesem... Mit einem anderen Namen, das ist ein Gefühl, nein, das kennt Dieter auch. Ja, aber dann, das kommt aus einer ganz anderen Zeit heraus. Ich mache ja mittlerweile seit 20 Jahren ich Plattenverträge, also professionelle Musik. Und ich habe damals Deutsch gesungen. Und man kam zu mir, ich war damals 15, und ich heiße richtig Bernd Weidung. Und ich kannte das aus der Schule. Immer kam dann im August nach den Ferien der Lehrer und sagte, wie bitte? Weil er den Namen einfach nicht richtig kannte. Und... damals sagte die Plattenfirma zu mir, na, Deutscher Sänger, das war so die Zeit, wo man Künstlernamen brauchte. Und da kamen wir auf Thomas Anders. Ja. Und heute, ich meine, Thomas Anders ist sehr international. Also Thomas Anders heißt das dann in Amerika, ja, oder irgendwo sonst. Aber ich habe mich so dran gewöhnt, dass es für mich, viele Leute nennen mich auch ganz normal Thomas. Und mittlerweile ist es so, meine Freundin sogar, wenn wir unterwegs sind und viele Leute mich Thomas nennen, nennen sie mich auch schon Thomas. Also so schlimm ist es nicht. Mhm. In dieser knapp bemessenen Freizeit, ich weiß nicht, ob das Wort überhaupt noch in eurem Sprachgebrauch ist. Ja, du siehst das verkehrt, weil unser Beruf ist einfach die Freizeit. Es ist gleich und uns macht das Spaß, um Musik zu machen, ist das Größte, was man machen kann. Ja, ja. Ich sehe das nicht so, dass wenn wir einen Auftritt haben abends, dass das für mich Arbeit ist oder so. Ich meine, es gibt doch nichts Größeres. Also wir waren zum Beispiel zweimal in Berlin, zweimal 11.000 Leute ausverkauft. Klar. Und die toben da. Ich meine, da müsste man den Leuten eigentlich Geld dazugeben, dass sie einen so gut finden. Das kannst du missverständlich führen. Also, ich meine, ich will nicht eingreifen in eure Freizeitgestaltung, überhaupt nicht. Also, es gibt Menschen, die sticken zum Beispiel. Hier, ich möchte euch nur mal so einfach, um euch einzuführen in die Kunst des Stickens. Handarbeit, stricken, häkeln, sticken. Das ist zum Beispiel, guck mal, das ist doch Volker Rühr, oder? Ah, nee, das ist der andere. Guck mal, total schön, das ist wirklich gestickt. Das ist ein Bürgermeister, also ein gewesener Bürgermeister. Hier ist eine Bürgermeisterin, ist auch gestickt. Ja, ist eine Bürgermeisterin. Und es ist ein Hamburger. Der macht das, der stickt für sein Leben gern. Ja, da sieht man auch richtig, dass das gestickt ist. Ich dachte schon, er ist Verona, Mensch. Ja. Jetzt macht dieser Typ Folgendes. Jetzt macht dieser Mensch Folgendes. Jetzt hat er sich etwas vorgenommen. Sie kennen das Bild, Berti Fuchs und die deutsche Fußballnationalmannschaft? Ja? Jetzt macht er also Folgendes. Jetzt möchte er das Abendmahl von unserem guten Kumpel Leonardo da Vinci. Das Abendmahl möchte er 6 x 2 Meter groß sticken. Das ist natürlich eine relative Aufgabe. Das dauert auch seine Zeit. Ich glaube ehrlich gesagt, dass er möchte, dass sie ihm ein bisschen helft. Weil auch so mit der Patina oder so? Ja, ja, ja. Das ist ja eine ganz tolle Sache. Das ist eine Öltempera-Arbeit auf Mauerwerk. Das ist im Refektorium Santa Maria delle Grazie in Mailand. Wir sind ja gerne oft da. Habe ich jetzt was dazu gelernt? Ja, naja, hab's auch eben erst gelesen. Das steht hier hinten drauf. Das macht die Sache ein bisschen einfacher. Aber diesen Menschen müsst ihr unbedingt kennenlernen. Also, der macht das Abendmahl auf 6 x 2 Meter. Und er hat schon angefangen. Er ist schon seit ein paar Wochen dran. Also, man kann schon richtig was sehen. Meine Damen und Herren, der Sticker von Hamburg. Hier ist Frank Mierwald. Ja.
Thomas, der Dieter. Hallo. Ist fast fertig. Ich meine, die Interpretation lässt so einiges zu. Wir suchen das jetzt im Original. Das ist die Stirn von Jesus Christus, korrekt? Ja, die Stirn, Nasenrücken und Augenpartie kommt schon langsam vor. Aber wenn es nicht hinhaut, der kann auch was anderes montan draus machen. Ja. Das ist alles nur offen. Er freut sich schon auf die Tischdecke, da kann er viel von langen Stück nehmen. Wie lange hat das jetzt gedauert? Also das ist ungefähr hobbymäßig innerhalb von 14 Tagen jetzt. Nur 14 Tage, dann dauert das ganze Bild wie lange? Also ich habe jetzt veranschlagt, wenn alles schief geht, dauert 20 Jahre. 20 Jahre. Mhm. Na, dann muss er sich nicht so oft ein neues Hobby überlegen. Ist das so als Mann, ist das schon so, dass man so völlig offen damit umgeht, dass man Handarbeit macht? Also man geht da nicht so offen mit um. Ich bin eigentlich, habe ich das Gefühl, der Erste, der da so öffentlich mit auftritt. Also es gibt nach einer Statistik, gibt es 5000 stickende Männer in Deutschland. Ich meine, wenn man Mitstreiter sucht, wenn man Leute, Gleichgesinnte, sagt man möglicherweise, wenn man Gleichgesinnte sucht, dann versucht man natürlich, Kontakte zu knüpfen. Wie machst du das? Zuerst ging es so ein bisschen durch die Presse, überhaupt über die Idee. Ja, und dann? Dann habe ich, da ich auch hierfür einen Computer benutzt habe, für die ganze Vorarbeit, der manchmal so ein bisschen unter Alzheimer leidet. Ja. Aber wenn man ihn dann überzeugt hat und dann auch den Zugang zum Internet gefunden hat, und damit so ein bisschen mit umgeht, dann findet man auch den einen oder anderen Kontakt. Wobei die über Internet? Über Internet. Auch im Ausland? Das geht runter bis in die USA rüber, wobei da die helfenden Hände, die hier nötig wären, also schwer herzubringen sind. Aha, okay. Und da hast du inseriert unter Handarbeit und das ging klar? Ja, das klappte leider nicht ganz so. Erstmal rauschten da so ein paar hundert Seiten an einem runter. Wobei ich dann so beim zweiten genaueren Durchsehen auch feststellte, dass da eben auch diese Sexseiten im großen Anteil drin sind. Abgerutscht im Internet. Ich musste dann also lange sortieren, habe mich dann aber da auf eine andere Seite verlegt und habe einfach den amerikanischen Begriff Needlework dafür gewählt. Und dann kam ich sehr schnell zu den Leuten, die ich brauchte. Ich kann nur sagen, wir drücken fest die Daumen. Wir wünschen alles Gute und ich würde sagen, wenn es fertig ist, kommst du wieder in die Sendung. Okay? Okay. Frank Mierwald, meine sehr verehrten Damen und Herren. Dankeschön fürs Kommen. Auch ein herzliches Dankeschön. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Was macht ihr jetzt demnächst? Nächsten größeren Polentournee. Die Polentournee steht an, also das Ende des Monats in Polen. Mhm. Ach, nicht die Polentournee. Jetzt habe ich das richtig verstanden. Mit Polen bin ich nur auf Tournee. Ja. Aber nein, die Polentournee, das geht Ende des Monats los. Mhm. Dann fahren wir nach Südamerika, da freuen wir uns natürlich drauf. Venezuela, Argentinien. Super. Und dann kommt das neue Album. Okay, und hoffentlich kommt ihr dann bald mal wieder vorbei. Ja, vielen herzlichen Dank. Also am Sonntag um 17 Uhr im Special Modern Talking. ZDF, ganz genau. Thomas, danke fürs Kommen. Ja. Vielen herzlichen Dank. Ja. Und dann sorgt ihr!